In einer hellen Mondnacht verließen sie mit Musa und Harun an der Spitze Ägypten. Sie nahmen alles mit, was sie tragen konnten. Ihre Flucht führte sie in Richtung Osten, zum Roten Meer. Am nächsten Morgen bemerkten die Ägypter, dass die Kinder Israels nicht mehr in Ägypten waren und gingen zum Pharao. Dieser verfolgte die Kinder Israels mit seinem Heer. Als die Kinder Israels bemerkten, dass sie vom Heer des Pharaos verfolgt wurden, bekamen sie große Angst. Sie gingen zu Musa und jammerten: "Du bist schuld, dass wir jetzt vernichtet werden. Der Pharao wird uns alle töten lassen. Hätten wir nur nicht an dich geglaubt. In Ägypten ging es uns so gut. Wegen dir müssen wir jetzt sterben. Vor uns ist das Meer und hinter uns ist das Heer des Pharao. Wo sollen wir noch hin?" Musa war sehr enttäuscht. Mit solch einem Verhalten der Kinder Israels hatte er nicht gerechnet. Trotzdem versuchte er, ihnen Mut zu machen. "Fürchtet euch nicht", sprach er. "Allah wird euch vor dem Tod retten, wenn er will, so wie er euch vor der Unterdrückung und Folter gerettet hat." Die Kinder Israels aber jammerten undankbar weiter: "O Musa, ist das eine Enttäuschung? Wo ist denn Allah, der uns helfen sollte? Siehst du nicht, vor uns ist das Rote Meer und hinter uns ist der Pharao. Wie können wir jetzt uns noch retten? Es geschieht uns wohl recht, ein solches Ende zu nehmen, weil wir dir gefolgt sind." In diesem Moment offenbarte Allah seinem Gesandten: "Musa, schlage deinen Stab auf das Meer." Musa tat, was ihm offenbart worden war, und schlug seinen Stab auf das Meer. Plötzlich teilte sich das Meer und es entstand ein trockener Pfad durch das Meer. Dieses Wunder versetzte die Kinder Israels in Erstaunen. Sie liefen voller Angst los und liefen durch das Meer bis ans andere Ufer. Natürlich setzte der Pharao mit seinem Heer die Verfolgung fort. Auch er und seine Leute gingen auf diesem Pfad zu. Als sie jedoch die Mitte des Pfades erreicht hatten, kamen riesige Fluten über sie, sodass alle im Meer ertranken. Der Pharao kämpfte um sein Leben. Mit letzter Kraft versuchte er, sich vor dem Ertrinken zu retten. Doch er bemühte sich vergeblich. In Todesangst schrie er: "Ich glaube, dass es keinen Gott außer dem gibt, an den die Kinder Israels glauben. Und ich bin ein Gottergebener." Aber Allah nahm dieses Glaubensbekenntnis von diesem grausamen und verräterischen Mann nicht an. So ertrank er wie seine Soldaten. Musa und die Kinder Israels aber setzten ihren Marsch in Richtung des Berges Sinai fort. Kommen wir nun zu den Fragen zur Geschichte von Musa. Erstens, was will uns Allah mit dieser Geschichte erzählen? Zweitens, kennst du Leute, die Allahs Segen leugnen? Drittens, wie bist du Allah gegenüber dankbar? Viertens, wem sollen die Muslime gehorchen? Fünftens, finde 5 Ayat im Koran über diese Geschichte. Sechstens, kannst du auch wie Musa Geduld zeigen? Und die letzte Frage: Erzähle uns eine Erinnerung von dir, in der du mit Geduld deinen Glauben erklärt hast.